Vorausgesetzt natürlich, ich komme an die Rohstoffe dafür ran. Und dann brauche ich natürlich auch noch die Rohstoffe, um an das... Also das Gold. Ranzukommen. So, alle sind beim Ausbuddeln. Hier ist zum Beispiel noch mehr Drachenblut. Hier ist noch Platin. Und dann kann ich hier ja durchgraben. Weil ich könnte theoretisch noch in den Raum reingraben und dann war es das in der Richtung erstmal wieder. Weil wir ja da oben weitermachen müssten. Und ich glaube, das hier ist schon wieder Undigium, ja. So, du da hoch. Oh, hier ist noch sehr schön viel Drachenblut. Was mir halt fehlt, ist Mauerstein. So, ich hätte Holz. Das kann ich mal ein bisschen verkaufen. Da ist auch noch mal mehr Platin und Drachenblut. Wie viel kostet das teure? Die teure Truhe kostet, glaube ich, ja. Sagen wir mal so, das Drachenblut kriege ich zusammen für die Truhe. Titan habe ich auch mehr als genug. Ich könnte theoretisch mir... ich nehme es zurück. Ich kaufe mir keinen Mauerstein. Als nächstes buddel ich dann in den Raum hier unten rein. Und dann geht es hier oben weiter. Ja. Guter Plan, guter Plan. Die müsste ich eigentlich noch weiter aufleveln. So, Arbeitergeschwindigkeit und dann die Forschungsverbesserung. Komm, ich habe genug Eisen. Ich hätte eigentlich auch genug Titan, um jedem eine Meisterübungspuppe hinzustellen. Ja, komm. Kriegt jeder jetzt eine Meisterübungspuppe und dann können die trainieren. Da ist nochmal Drachenblut. Hier, ein so ein Ding ist 20 Drachenblut wert. Das heißt, ich krieg hier nochmal mindestens... Ja, also auf 100 Drachenblut komme ich schon mal. So, Jungs, trainieren. Ja, der hat Spaß mit seinen Priestern. Gut. So, kommen wir auch an die Rohstoffe ran. Und ja, ich denke mal, wir werden doch irgendwo die Möglichkeit haben, an die Ressourcen ranzukommen. Also hauptsächlich an Mauerstein. Wobei wir auch Drachenblut nachher brauchen, um unsere beiden Jungs besser zu machen. Also Turmalin für die drei Forscher haben wir schon fast mehr als genug.
Das heißt, wir buddeln uns als nächstes wirklich dann in den Raum rein, wenn die mit dem Training fertig sind. Hey, cool, dahinter ist noch mehr Drachenblut. Aber hier ist sonst keine, sind sonst keine Rohstoffe mehr. Weil wir brauchen auch das Drachenblut später für die, das Upgraden der Truppen. Also für das Upgraden meiner Schildträger zu den Eliten. Zu den Unsterblichen. So hießen die, glaube ich. Ja, so heißen sie. Meinem Forschern klappt's. Und dich lasse ich einfach aufleveln. Im Augenblick brauchen wir noch keinen fünften Krieger. Ich will später allerdings einen haben, wenn es soweit ist. Solange kannst du kostenlos aufleveln. Du kostest mich nämlich nur Essen. Ja, okay, ein Forschungspunkt, fehlen noch zwei. Und das sind die perfekten Orte fürs Upgraden. Du hast nämlich gleich Level 13, wenn du triffst. Du bist schon Level 15 Schütze, das heißt, ich kann dich schon mal zum Scharfschützen upgraden. Wie cool der immer zeigt, bevor er auf was schießt. So, ich schlag mal vor. Wir buddeln auf voller Breite mal da rein. Das kann ich hier hinten in den Tunnel, kannst du da drüben dran noch trainieren. Und da ist tatsächlich noch Mauerwerk und zwei niedliche Level 7er Orks. Die uns einfach mal so ignorieren. Gut. Macht doch, ignoriert meine Bergarbeiter. Genau, alles in die Luft jagen. Gut, wir haben genug Mauerwerk zusammen, dass ich hier die große Truhe setzen kann. Und dann gucken wir mal, wie viel Drachenblut es eigentlich kostet. Ja, 50 Drachenblut für einen Unsterblichen. Sehr schön. Die Ausbeute war nicht groß, aber es hat gereicht. Das heißt, nächster Halt wäre hier durch. Da unsere Armee schon mal ziemlich stark ist. Oh, hier ist das Turmalin, was wir brauchen. Da wir Eisen und Titan, wir sind halt hier nicht wieder zu hoch für anderen Sachen. Ja, so ein Goblin ist kein
Gegner für uns. So, das heißt, als nächstes den Raum hier und dann geht's von da aus weiter. Nee, halt, hier ist noch ein Raum. Oh, und hier ist noch mehr Turmalin und Gold und so weiter. Ja, ist recht. Eine Leiter. Weil ich hätte gerne das ganze Turmalin hier drin auch noch. Ja, für dich bräuchte ich noch 2 Level. Und für dich bräuchte ich noch 10 Drachenblut. Oh, hi. Oh, sehr schön. Das war gutes Timing. Bei dir gibt es nur ein bisschen Turmalin. Du bist ein Goblin. Du bist nicht so wichtig. Und hier ist halt jede Menge Gold. So. Ah ja, die Forschungspunkte haben wir ausgegeben. Das heißt, hoch zu unseren Forschern. Oh, hier kostet 400 pro Person. Egal. Das ist es mir wert. Könnten wir halt wirklich Turmalin ja kaufen. Aber hier ist noch jede Menge Turmalin versteckt. Dass das kein Problem ist. Also ja, hier haben wir schön viele Ressourcenblöcke. Und hier wäre auch noch Turmalin. Oh, und hier sind auch noch Rohstoffe. Und ja, das Geschrei von dem Grenadier kann einem richtig auf die Nerven gehen. So, jetzt haben wir wenigstens einen Superforscher. Wie viel habe ich gesagt? 400 kostet es. Ja, gut. Da, an die 400 für einen zweiten Superforscher kommen wir auf jeden Fall ran. Nämlich jetzt schon. Das wär's dann du. Du machst 18, du machst 49. Das ist schon ein Riesensprung. Und eigentlich müsste das uns jetzt auch die besten Forschungstische freigeschalten haben. Ja, genau, Meisterforschungstische. Aber ich glaube, die brauchen wir in der Mission wirklich nicht. Hier ist noch Eisen. Genau, hau dich mal da runter. Weil da kommen wir dann in den Raum rein. Oh. Da ist noch mehr Turmalin. Mehr Turmalin ist immer schön. Vielleicht haben wir Glück und da ist nochmal so eine große Turmalinader. Mhm. So. Da eine Leiter einbauen. Dann kannst du noch hier buddeln. Light it up. Fire. Hier ist Eisen. Und hier ist sogar noch mehr Turmalin. Und ja, wir sind. Ich höre, wir sind direkt über Trainingsgebiet. Da ist der blöde Teleporter, den wir nicht verkaufen können und mit dem wir nicht interagieren können.